Und das Spiel heißt Hure oder Engel. Düsseldorf. Ja? So, ich erkläre euch ein Szenario und ihr müsst dann sagen, ob Hure oder Engel. Pass auf. Mann liegt in seinem Zimmer auf dem Bett. Frau läuft am Zimmer vorbei. Der Mann bittet... Mach's nochmal Saarlicht an. So, einmal aufzeigen, wer war das? Okay. Und du hast dir gedacht, jetzt hau ich einen raus? Ja? Sprich mit mir. Was hast du dir gerade gedacht? Das ist meine Zeit. Normalerweise müsste ich ans Mikro. Ja, ist das so? Hältst du jetzt das Maul? Dankeschön. Kannst wieder ausmachen. Super. Also. Ja, aber es ist ohne Spaß. Ist Klassiker. Also du hast immer einen Mongo. Ne? Der, ich schwör's euch, wenn ich das aufzeichnen würde, das wäre eine Compilation nur davon. Ich erkläre euch ein Szenario. Mann liegt im Hure! Hast du gehört, ich? Crazy. Und dann morgen so, ey, ohne Spaß, ich war gestern bei Comedy, ich hab einfach, der meinte so, ich erkläre das Szenario, ich einfach so, Hure! Crazy. Mach nochmal zwei Pilz. So eine Scheiße, egal. Also, haben es jetzt alle verstanden, also. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Wie es der Titel schon verrät, geht es hier um... Ja, meine erste Comedy-Tour, die jetzt wirklich stattgefunden hat. Und ich habe spaßeshalber mal für mich so ein kleines Stück Motivation rausgesucht. Also ich werde euch so einen Trailer von dem, so einen Tour-Trailer zeigen, auch so ein kleines Bit vom Crowdwork, wo mein alter Gastro-Chef im Publikum war, kommen wir später noch zu. Also nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob es 10 Minuten geht oder 40 Minuten, keine Ahnung, wie das ausufert. Aber ich will halt ein bisschen was erzählen, natürlich auch mit dem Ansinnen, dass einfach noch mehr Leute zur Tour kommen. Ich meine, jetzt jede Location war ausverkauft, bis auf die ganz großen. In Berlin war knapp über die Hälfte, da waren es 250, das Theater war ein bisschen so groß. Düsseldorf waren es 330, aber auch eine 480er Location. Deswegen, ja, für die erste Tour ist es anormal gewesen, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch größer wird. Und nächstes Jahr geht die nächste Rutsche los, von April bis Oktober. Ein paar Städte werden gedoppelt, aber diesmal sind jetzt auch Städte dabei wie Frankfurt, München, Bremen, wo ich vorher halt noch nicht war. Düsseldorf natürlich nochmal, Köln, Gloria Theater wird dann natürlich für mich persönlich auch der geilste Abschluss, weil, Mann, Köln ist eine anormale Comedy-Stadt. Es war auch mit Stuttgart der geilste Tourstop auf jeden Fall. Und Gloria Theater, so, die Leute, die ich mit Battle Rap auskennen, wissen Bescheid. Da habe ich gegen Cassius Clay ein BMCL gemacht. Und ja, nächstes Jahr verkaufe ich das hoffentlich einfach ganz alleine aus mit meinem Namen drauf. Aber hier nochmal ganz kurz die gute Punchline von Lyrico aus dem Jahr 2019, die mich auf jeden Fall auch gut motiviert hat. Und hält sich für was Besseres? Dicker, das war 2014. Land mit deiner Wäre bleibt ihm nicht vieles. Und sagst im gleichen Battle, in spätestens 2 Jahren fährst du durchs ganze Land mit deiner Comedy-Tour und hält sich für was Besseres? Dicker, das war 2014. Lyri, komm in die Spur. Hast du sie jetzt vor 2 Jahren wirklich verschlafen, die große Samuel Sibilski Comedy Tour? Nein, Mann. Nein, Mann, weil der Quatsch niemals da war. Alles Gelaber. Cynic, sieh es ein. Im Winter bist du der Kaffeespasti und im Sommer der saufende Obstverkäufer am Strand von Cala Ratjada. Mango, Banana, halt deine Fresse, Alter. Ja, nena, Vitamina de Totoroto. Ame, ane, ape, ape, de Vitamina de Totoroto. Ja, im Winter bist du der Kaffeespasti, im Sommer bist du der Obstverkäufer. Die Comedy-Tour, die niemals da war. Okay, hat er natürlich auch recht gehabt. So, es war 2014, habe ich das gegen Merlin gesagt. Da habe ich, glaube ich, so das erste Mal Quatsch Comedy Club Talentschmiede gemacht. Und habe im Jahr 2016, also dann erstmal Open Mics entdeckt. Ich habe auch noch so einen alten Ausschnitt von so einem Open Mic gefunden.
ist auf jeden Fall krass. Also es, ich suche das mal ganz kurz raus. Ist halt, Mann, ich wusste halt nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt beim Talent Award, ich war jetzt bei Nightwatch, ich war hier, ich war da. Bombe. So, und das ist, hier sieht man es, okay, nicht eingeblendet, aber Stand-up-Comedy mit Samuel Sibilski am 9.11.2016. Das müsste entweder mein erstes oder mein zweites Open Mic überhaupt gewesen sein. Das war damals im Prenzlauer Berg. Da waren so 12, 13 Leute im Publikum. Ich stand da auf so einer Europalette, habe da mein Ding gemacht. Ja, und da habe ich das erste Mal ge gelernt, was es heißt, seine Texte einfach zu üben. Zu Hause Gedanken zu machen, sein Material testen. So. Seit anderthalb Jahren Stand-up-Comedy und ich weiß noch ganz genau, wie ich zu meiner Mutter gegangen bin und meinte so, Mama, ich mache jetzt Stand-up-Comedy. Ich will damit meinen Lebensunterhalt verdienen, ich will mein Herz, meine Seele steckt da drin und ich will es einfach, was hältst du davon? Und sie meint so, Sohn, das ist mutig. Ich dachte mir so, will die mich verarschen oder Leute? Mutig. Mutig. Lukas Podolski in einer Bibliothek, das ist mutig. Die Sängerin Adele auf ihrem eigenen Konzert in High Heels, das ist mutig. Guck mal, man hört noch im Nebenraum, wie Leute einfach so im Nebenraum da hier ist einfach so der Durchgang zu so einer Pizzeria. Das ist einfach eine umgebaute Pizzeria, wie man vielleicht an den Wanddekos sieht und an dem Tisch hier mit der klassischen italienischen rot-weiß karierten Tischdecke. Da haben einfach Leute dann nebenbei so Pizza bestellt und während die so Salami Hawaii bestellt haben, haben die so rübergeguckt und ein bisschen gelabert. Maximal störend und ich habe sowas noch nie vorher so erfahren. Eine arabische Frau, die die Scheidung einreicht. Das ist mutig. Und ich habe natürlich auch schon früh die kontroversen Themen aufgegriffen, so das zieht sich ja auch bis heute durch. Ja, aber es ist halt, ist krass. Also das zu sehen ist auf jeden Fall krass. Aber das war schon, hast du nicht mutig. Aber ich dachte mir so, weißt du was, mutig kannst du haben. Was ist das hier? Ein Schwarzer, der versucht zu flüstern. Was ist das hier? Eine schwule Sau. Keine Angst, ich bin nicht homophob, einer meiner besten Freunde ist schwul. Und als ich ihm den Witz erzählt habe, selbst er meinte so. Sie dürfen den Bart jetzt küssen, sorry. Ihr merkt schon, es ist nicht einfach lustig zu sein. Haben wir heute auch schon ein Und das ist auch so ein Ding, was sich einfach durchzieht. Dieses ist eigentlich uncool, aber ich bin halt nun mal so. So ein bisschen Kollegen-Bashen auf der Bühne, weil ja, habe dafür auch schon viele Ansagen kassiert, Backstage von auch größeren Namen, die das nicht so gefeiert haben, wenn ich sowas mache. Aber ja, dieses ekelhafte Battle-Rapper-Dasein, dieses Battle-Rapper-Herz, was ich halt habe, spiegelt sich auch manchmal leider in der Comedy wieder. Und deswegen sage ich ja auch gerade, ja, ihr merkt schon, es ist nicht schwierig, es ist nicht so einfach lustig zu sein, haben wir heute auch schon ein paar Mal gemerkt, weil vor mir ist, glaube ich, ein Kollege gebombt. Ja. Bitte feststellen müssen. Schau da mal, Steffen. Und das macht man eigentlich nicht, weil der Steffen Blaubach seines Zeichens aber wirklich auch, ne, ich sage es jetzt nicht. Egal, auf jeden Fall, das macht man eigentlich nicht, aber ich habe es auch seitdem nicht sein gelassen. Aber ich rede nicht von den Leuten, die auf der Bühne sind. Ich meine Privatleute. Viele Leute versuchen privat sehr, sehr lustig zu sein. Und das machen die auch nur, weil keiner deren Freunde mal hingeht und sagt: Hör mal, Michael, komm mal. Michael, komm mal ganz kurz. Du bist gar nicht lustig. Das machen die nicht. Stattdessen werden diese lustigen Michas auf die. Und mein Ansatz, als ich mit Comedy angefangen habe, war immer schon, also die ersten Comedy-Notizen waren so: Was fuckt mich ab? Also, welche Leute regen mich auf? Und das ist jetzt ein Ding davon, zum Beispiel Leute, die privat der Meinung sind, die müssten lustig sein. Obwohl sie es nicht sind. Die Menschheit losgelassen. Und ihr habt die alle schon mal kennengelernt. Beispiel, ihr seid auf einer Party. Und du denkst dir sowas zu Hause aus, zum Beispiel so Leute, die immer lustig sein wollen, diese Party-Joker, die nicht das Maul halten können. Und dann kommst du mit den Gedanken auf die Bühne und merkst einfach, Leute lachen, weil die das schon irgendwie kennen oder fühlen.
Und das ist beim Open Mic, beim Testen immer das, das habe ich letztens vor einer Woche erst wieder gehabt, das krasseste Gefühl. Du hast einen Gedanken, du weißt nicht, dann äußerst du den auf der Bühne und merkst, wie die Leute darauf reagieren, positiv darauf reagieren und lachen und denkst dir so, krass, okay, geil. Und dann grinst man so und ist, man ist so voll froh, weil ja, da hat man was, woran man arbeiten kann. Ihr trinkt ein bisschen was, seid in einer gemütlichen Runde. Irgendwer sagt so aus der Menge heraus, wo ist der Jonas eigentlich? Hat jemand den Jonas gesehen? Und da bin ich der Lustige, nicht als eine Chance. Nicht seine Chance. Der Jonas! Wo der Jonas ist! Wo der Jonas ist! Ja, der lustige Micha heißt das Bit. Den habe ich eigentlich, den hätte ich auch, den könnte ich eigentlich auch nochmal ausfeilen und nochmal irgendwie spielen. Naja, wie bei lange Rede, kurzer Sinn, überhaupt nicht das Thema dieses Videos. Ja, ich war jetzt mal auf Tour und es war das erste Mal einfach krass, auch sein eigenes Publikum zu sehen. Also ich bin in Köln und mir ging es ja nicht gut im Sommer, bin ich da raus, aber voll in der Adrenalin und habe das erste Mal mein Publikum gesehen. Und es waren so richtig kleine, kuschelige Locations, es waren 90 Leute, bickelbacke voll, ausverkauft schon lange vorher. Der perfekte Tourstart, der Ozan Yaran, Shoutouts an der Stelle auf jeden Fall, wer Tickets für Ozan Yaran, zieht euch den auf jeden Fall rein, Hardest Working Man, ich glaube mit Felix Lobrecht im Comedy-Business, ist krass auf jeden Fall. Der hat meinen Opener gemacht, weil er eine Wette verloren hat, wir haben damals FIFA gegeneinander gespielt, ich habe gewonnen, weil er es gar nicht kann und ich kann es selber auch nicht gut. Opener gemacht und dann bin ich da raus und habe mein Publikum gesehen und einer meiner längsten Freunde aus der Kindergartenzeit, der Claudio, DJ QT, war da und der meinte so, Dicker, du bist rausgekommen, du hast gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd. Weil ich einfach so, ja, es war das erste Mal, dass ich nur vor meinem Publikum gespielt habe. Und wenn ich auf Battle Rap Events bin, da weiß man auch schon so, okay, der Großteil ist wegen mir hier, aber es ist nicht, es bin nicht nur ich. So, und das war halt krass, die Show war auch Weltklasse, Publikum gesehen. Was ich zu meinem Publikum sagen muss, ist, es ist ein geiles Publikum, ist natürlich sehr männerlastig, weil der Humor sehr, sehr böse ist. Aber ab und zu verlaufen sich auch ein paar Mädels mit ihren Freunden oder Frauen mit ihren Männern oder Töchtern mit dem Vater, habe ich auch schon gehabt. Ist halt wirklich nice und es ist ein gutes Alter. Ist so, ich würde schätzen, so Ende 20 bis ja, Ende 30, Anfang 40, es waren sehr, sehr alte Leute auch dabei. Teilweise haben sich ein paar Mal verlaufen, dachten so, nö, wir sind hier immer im Theater. Wir wollten einfach mal gucken, sah interessant aus, wollten mal gucken, was sie so machen. Und der Großteil der Show weiß ja immer schon Bescheid und alle lachen sich natürlich kaputt, weil die Leute sich denken so, ja, so ein bisschen Kultur, ein bisschen seichte Comedy, ein bisschen was zu lachen. Aber das ist natürlich, das ist halt voll auf die Fresse Comedy. Aber selbst von denen kam auch größtenteils positives Feedback. Ich glaube, ich habe es auch nicht gehabt, dass so während der Pause mal großartig irgendwie Leute gegangen sind oder ich habe zumindest gar nicht mitbekommen. Und was auch geil ist, es sind nicht so viele junge Leute. Ne, es sind, waren kaum Leute unter 20 da. Das war auch, ist auch sehr, sehr nice, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass der Humor, also das ganze Programm, hat ja noch keiner von euch gesehen, aber ein paar vielleicht, die live da waren, das ist einfach nicht für Jugendliche gedacht, weil du lachst einfach an den falschen Stellen, du lachst dann, wenn du irgendwie hörst, keine Ahnung, schwul, schwarz, ficken, bumsen, hier irgendwas, Juden, so, aber das sind ja nicht, dafür sind die Jokes ja nicht geschrieben, so, da steckt ja auch so ein bisschen Wissenschaft hinter. Ja, Publikum ist auf jeden Fall nice. Ich muss im Endeffekt sagen, es waren jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Städte. Stuttgart war der niceste Abend auf jeden Fall von der Crowd her. Köln war super. Düsseldorf war Abriss. Düsseldorf kann ich euch kurz, ich kann euch einmal ganz kurz den Tour-Trailer zeigen. So, und das sind, okay, das war auch ein geiles Ding gewesen. Aber guckt euch das mal bitte an. Allein die Perspektive, das Bild ist jetzt hier, weil es 8 Mal hin und her geschickt wurde, natürlich übelst runtergebrochen. Das ist in, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Ultra HD, 4K, ich weiß es nicht, aber Endlevel. Genau, übertreibt nicht heißt die Tour. Das sind die Termine fürs nächste Jahr. April geht's mit Potsdam, Bremen los, Düsseldorf, Aachen, Saarbrücken wird auf jeden Fall eine fiese Reise. 3 Dates in Folge. Frankfurt ist endlich dabei, München endlich dabei, Berlin sowieso nochmal, Hamburg auch nochmal, war auch richtig geil. Und ich hoffe auf jeden Fall noch, dass Wien und Zürich dazukommen, ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. So, nur dass ihr da schon mal ungefähr Bescheid wisst. Ja, Fazit, es war auf jeden Fall krass. Also ich würde auch sagen, jede Show war gut. Also es war gut bis sehr gut, vom Feeling her, von den ganzen Erfahrungswerten so.
Und es ist einfach geil zu sehen, du machst dir halt, du bist 6, 7 Jahre halt am Hasseln, schusterst dir alles zusammen und dann habe ich mir noch die Bürde auferlegt, dass komplett alles, was auf YouTube zu sehen ist, was man schon kennt, nicht live zu spielen. Also vom Programm, das ist jetzt auch nochmal ein bisschen angepasst, vom ersten Stop in Köln bis zum letzten in Leipzig, das, ich glaube, eine Minute oder anderthalb vom YouTube-Material, von den 25 Minuten, die auf YouTube sind, sind überhaupt live zu sehen. Das heißt, du kommst, weil ich kenne das selber, du kommst und klar, manche so Klassiker will man hören, aber es ist das Allergeilste, wenn alles neu ist. Und das habe ich irgendwie hinbekommen. Ich spiele da anderthalb Stunden, also 90 Minuten bis 100 Minuten, je nachdem, wie es läuft, mit Pause. Und es war einfach Killer. Es waren wirklich alles gute Shows. Die erste Hälfte in Mainz war von mir nicht so gut. Da hatte ich nicht so eine geile Energie. Weiß auch nicht warum, weil war ich wahrscheinlich ein bisschen schlapp oder so. Aber Feedback war durchgehend positiv. Ich habe geile Nachrichten bekommen. Leute haben schon gesagt, Dicker, ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall mal wieder. Ich meine so, nee, das ist dasselbe Programm, nur so ein bisschen justiert. Die meinen so, nee, ich will das trotzdem nochmal sehen. Das ist natürlich übernice. Es ist sehr, sehr böse auf jeden Fall. Es ist, ja. Aber was mir noch wichtig ist zu sagen, genau, jeder von euch kennt ja das legendäre Somunchu-Interview, hat ja, glaube ich, auch fast 500.000 Aufrufe, wo er zu mir sagt, don't do it. Ne, hat zu dem Zeitpunkt noch meine Comedy nicht gesehen, sondern hat mich einfach so gepiekst, ne, mit mir geredet, meine Vibes so ein bisschen gelesen und sich gedacht, okay, der macht sich so viele Gedanken, ich provoziere den mal ein bisschen, der ist Battle Rapper, don't do it, don't do it. Haben wir auch, ich glaube, vor einem Jahr schon irgendwie meinte er, nee, nicht don't do it, do it, mach das. Ich habe mir deine Sachen angeguckt, das kann auch gut werden, so. Und jetzt habe ich dem privat einen Link geschickt zu meinem kompletten Solo, was in Düsseldorf aufgezeichnet wurde. Und ich würde es hier gerne abspielen, der hat mir so ein paar Sprachnachrichten geschickt, mache ich aber nicht, aber ich kann euch nur sagen, dass ich auf jeden Fall danach noch mehr Motivation bekommen habe, dass das, was ich mir da ausgesucht habe vor ein paar Jahren, auf jeden Fall richtig ist, dass ich auf einem guten Weg bin und dass es die erste Comedy-Tour ist. Und guck mal, klar, die erste Tour war für vor Corona angesetzt, für 2020. Und da haben wir das Dreifache an Tickets verkauft wie jetzt. Ne? Locations sind jetzt kleiner, die waren zwar ausverkauft, okay, aber wenn du schon mal das Dreifache an Tickets verkauft hast, denkst du dir auch so, aber Corona hat ja so dermaßen reingeschissen und stellt sich raus, ist ja die erste Comedy-Tour, dafür ist das, was ich jetzt gemacht habe, schon überm Durchschnitt und Corona hat halt reingeschissen. Und ich habe von vielen Kollegen gehört, wie deren Zahlen sind oder was die für Einbrüche hatten. Deswegen nochmal, ich bin für jeden wirklich dankbar, der zur Tour gekommen ist und auch weiterhin zur Tour kommen wird oder sich jetzt Tickets holt, was ja auch der Anspruch ist, dass man sich jetzt denkt, okay, ich habe einen Kollegen, der hat einen bösen Humor. Ich habe eine Frau, der würde ich den Cynic gerne mal zeigen. Ich habe den Cynic vom Battle Rap gefeiert, ich würde den gerne mal auf Comedy-Tour sehen. Ich frage mal jemanden, der bei der Show war und will wissen, ob es gut ist. So, und es ist einfach, deswegen auch das Timing jetzt, es ist ein geiles Weihnachtsgeschenk. Ne? Ist nicht günstig so, du gibst einen Fuffi aus für 2 Karten, dafür hast du aber auch 2 Stunden Programm, mit dahinter ja noch ein bisschen Fotos machen und labern. Und du kannst dir halt selber einen Eindruck davon machen, wie ich auf der Bühne bin. Ne? Und ich brauche euch nicht zu erzählen, dass in jedem... Doch, ich muss euch das erzählen, weil sonst würde ich es ja nicht erzählen. Ich möchte euch gerne erzählen, dass es natürlich auch so ist, in jeder Stadt wird natürlich auch das Publikum angesprochen, ne? Und es entstehen immer geile Situationen, manchmal ein bisschen unangenehm, ne? Für die Leute, die dann reinrufen, aber manchmal auch einfach lustig. Also in jeder Stadt gibt es auf jeden Fall einzelne Anekdoten, die einfach nur aus Crowdwork bestehen, so dass halt so ein Freestyle-Ding ist auch einfach meine Art, da ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Und als Fazit kann ich auf jeden Fall auch sagen, die Leute, die meine YouTube-Videos gesehen haben und die Battles gesehen haben und sich gedacht haben, okay, das könnte böse werden, da gehe ich mal hin. Also es saßen wirklich großteils Leute auch live bei mir und waren so, ey, das kann er doch nicht, nein, Mann, das kann er doch nicht machen, Alter. Und viele Leute kamen aber wirklich zu mir und meinten so, das ist noch ein Ticken böser, als wir uns das vorgestellt haben. Viele kamen auch und waren so ehrlich, die meinten so, wir wollten dir mal eine Chance geben, weil Battle Rap, okay, Reime, pipapo, aber Stand-Up-Comedy fand ich jetzt nicht so geil, ich war aber neugierig und du hast uns voll überzeugt und wir kommen auf jeden Fall wieder und es war krank, es war böse, cool, dich mal live zu sehen. So, also das Fazit war einfach geil, deswegen, wenn ihr Bock habt, holt euch Karten für die Tour, ich würde mich freuen, euch zu sehen, auch wenn jetzt natürlich hier auf dem Kanal viele sowieso Leute auch dabei sind, die eher so wegen den Bushido-Prozessen da waren oder
einfach so, es gibt ja Leute, die kein Leben haben und so auf Kanälen rumlungern, obwohl sie die Leute nicht mögen. Die brauchen natürlich nicht kommen, aber ihr wisst schon, wenn ihr euch gerade angesprochen fühlt, geht auf Eventim, geht auf den Link, holt euch Tickets, schenkt es euren Liebsten zu Weihnachten, belohnt euch zu Weihnachten oder nehmt irgendjemanden mit, den ihr einfach mal schocken wollt. Ne? Wir hatten es auch schon gehabt, dass Gruppen da waren und meinten so, guck mal, wir haben hier einen dabei, der denkt, der wäre der Coolste. Wenn du den mal rauspickst, wäre schon nice. Also es wurden auch Leute, ich möchte sagen, massakriert. Und mein absolutes Highlight, also jetzt exklusiv als erste Mal, glaube ich, dass man was wirklich vom Programm sieht, ist nicht vom geschriebenen Programm, aber in Düsseldorf war mein alter Chef im Publikum. Ich habe ja früher in Düsseldorf Gastronomie gemacht, habe da in der Hausbar, im Sub, im Louisiana gearbeitet und dem einen Typen gehören einfach all die Läden und der Ballermann auch noch und noch so ein spanisches Ding und der hat sich Karten gekauft für meine Show. Ne? Und den habe ich im Publikum gesehen und ich würde euch jetzt einfach gerne das zeigen. Wahrscheinlich schaffe ich es auch nicht, ohne Kommentar abzugeben, aber... Mein alter... Ja. Mein alter Chef hat Geld ausgegeben, um mich zu sehen, Alter. Ja, Mann. Hier, Junge. Setz dich hin, du Vogel. Kann ich jetzt einfach sagen. Auch wenn ich da nie mehr reinkomme. Idiot, ey. Die 8,70 Euro Stundenlohn. My ass, Alter. Nee, war eine geile Zeit. War wirklich eine geile Zeit. Krank, Alter. Habt ihr nicht so einen Rassismus-Skandal gehabt auch? Ich kann hier machen, was ich will. Habt ihr, ne? Da ist ein Dingsbums, da ist ein Dunkelhäutiger bei euch in die Hausbahn nicht reingekommen. Ja. Sein Argument war, bei uns arbeiten auch Dunkelhäutige. Ja, aber Klomann zählt nicht. Geil, Alter. Dino. Geil, dass du da bist. Auf dich, mein Lieber, auf dich. Ist das geil. Vor allem das Geile ist, er hat es halt selber so tot gefeiert. Er hat so laut gelacht die ganze Zeit. Danach war ich noch Aftershow-mäßig bei dem im Laden mit ein paar Leuten, der kam, der meinte so, das war so geil, es hat so Bock gemacht. Der hat auch seine ganze Belegschaft mitgenommen. Es waren so viele, in Düsseldorf waren so viele ehemalige Arbeitskollegen, mit Leuten, mit denen ich auf dem Gymnasium war, in der Grundschule war, Fußball gespielt habe. Es waren so viele alte Homies da, Leute, die ich jahrelang nicht gesehen habe und dann einfach die im Publikum sehe, plus Arbeitskollegen, Fußballkollegen. Es war einfach, dieser Abend war einfach ein Traum. Ich wünschte, mir wäre es da ein bisschen besser gegangen. Ich habe mir in der Hälfte habe ich so ein Ritual, da stelle ich mir immer so ein Weißwein auf die Bühne. So erste Hälfte mache ich ganz normal, nur Wasser. Und in der zweiten Hälfte gönne ich mir dann mal so ein Glas Weinschorle oder hier vom Herrn Neul so einen schönen Riesling. Es war einfach krass. Und der Weg ist einfach krass. Ihr müsst euch, also die meisten kennen die Story ja, aber ich bin am 31.10.2013 nach Berlin gezogen für einen 5-Minuten-Auftritt im März 2014 in der Quatsch Comedy Club Talentschmiede. Weil ich mir dachte, ich kann eh Gastro machen, das wird schon alles. Ich habe das da gemacht, da war ich noch schick auf der Bühne sogar. Da habe ich immer so schicke Klamotten getragen. So mit Anzug und so Dreiteiler und Weste und Fliege und Schlips und hast du nicht gesehen. Ja, mittlerweile auch ganz anders, stehe ich easy mit Jogginghose da und irgendeinem Oversize-Pullover. Ja. Und dann habe ich mich 2014 im Battle gestellt und gesagt, in 2-3 Jahren gehe ich auf Comedy-Tour. Dachte das da auch noch, aber da wusste ich nicht, wie viel Arbeit das ist. Und bin auch sogar froh, dass dieses Ding vor Corona nicht stattgefunden hat, weil da wäre das Programm nicht so geil gewesen. Und ich hätte viel von dem YouTube-Material benutzen müssen. Und in der Corona-Zeit konnte man am Ende hin ja auch wieder neues Material testen. Und in den letzten Monaten vor der Show habe ich nochmal so viele Minuten dazu bekommen. 20 Minuten, 25 Minuten so. Und das Ding ist einfach viel besser. Und die erste Show in Köln war vom Inhalt und von der Kompaktheit, von der Punchline-Dichte auch nicht so krass wie die letzte in Leipzig. Auch wenn die Stimmung da krasser war. Leipzig war auch eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, da waren 130 Leute, glaube ich, in Leipzig einfach im Osten, um mir zuzugucken. Aber ich habe ja viel rassistisches Material so und die waren da nicht so die lockersten. Aber da kamen danach auch ein paar Leute zu mir und meinten so, ja, also wir haben ja auch keinen Bock, so einen Stempel aufgedrückt zu bekommen, deswegen lautes Lachen beim rassistischen Material fällt uns auf jeden Fall nicht so leicht. So, wir haben jetzt, weiß nicht, über 20 Minuten gelabert.
Ich habe gelabert. So, ich hoffe, ihr könnt meinen Weg nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Humor nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt den Hustle nachvollziehen. Und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, dass ich euch brauche, dass ich Leute brauche, die Bock haben auf böse Comedy. Das Ding, was wir in Düsseldorf aufgezeichnet haben, wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal bei Netflix landen wird. Von der Qualität wird es gehen, aber bei den Inhalten werden die wahrscheinlich sein. Das machen wir auf gar keinen Fall. So, im schlimmsten Fall, wenn wirklich keiner die Eier hat, das auszustrahlen, weil es ist wirklich gut geworden. Die sind so anderthalb Stunden sind auf 50 Minuten runtergebrochen oder knapp eine Stunde, sind die geilsten Sachen drin. Ich bin damit voll zufrieden, obwohl ich selber auch ein Nazi bin, was so Inhalte angeht. Was ist gut, was ist nicht gut, was kommt wie gut an. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und ja, im schlimmsten Fall wird es halt auf YouTube landen, ne? Wenn keiner Eier hat. Egal. Tut mir einen Gefallen. Geht auf den Link, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid alt genug, clever genug, böse genug, habt den Humor. Genau, habt ein bisschen, habt ein paar Euros über. Übernimmt euch nicht. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne anschreiben, wenn wirklich kein Geld da ist. Habe ich bei der Tour auch gemacht. Wenn mir jemand einen guten Grund schreibt, warum er gerade keine Kohle hat, habe ich auch Leute einfach auf die Gästeliste geschrieben. Das geht natürlich auch. Weil ich will eine geile Show haben, ich will das Ganze soll noch größer werden und es wird auch noch größer. Ich bin da fest von überzeugt, das wird noch eine ganz kranke Nummer. Ob es irgendwann im Fernsehen landet, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, es hat immer mit den Leuten zu tun, die das zu entscheiden haben, weil, ja, bei den Inhalten machen wir uns nichts vor, das muss so groß werden, dass sie immer nicht mehr drum rumkommen. Aber ich bin auch voll fein damit, wenn dieses Special aus Düsseldorf, dieses übertreib nicht, Samuel Sibilski übertreib nicht Special, wenn das irgendwie so ein FSK 18 Underground, die böseste Comedy, die man sich angucken kann. Wenn das so ein Ding wird, bin ich damit auch zufrieden. Ich meine, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich mit einer vierköpfigen Familie über die Runden komme, teilweise gut über die Runden komme. Jetzt kam natürlich der Steuerhammer so. Jetzt ja, bin ich auf jeden Fall noch mehr auf euch angewiesen. Und auch auf mich selber, weil ich muss ja gutes Material bringen. Ich muss ja stattfinden. Ich muss in der Comedy-Welt noch größer werden. Dass alles bewältigt werden kann. Aber man, ihr kennt mich, ich bin eher Berufspessimist. Oder wie die Therapeutin, meine Therapeutin hat sowas Nice gesagt, da musste ich ein bisschen lachen. Die meinte so, da hat die wieder irgendwas vorgeschlagen und ich meinte so, ja, ich weiß nicht. Und die meinte so, ja, ja, Sie sind Experte da drin, schon vorher zu wissen, was nicht funktioniert. So, ist halt dieser, in mir drin, dieser Pessimismus, keine Ahnung. Aber trotz des Pessimismus bin ich fest davon überzeugt, dass das größer wird. Wie groß, weiß ich nicht, aber die Sachen sind einfach zu gut und es ist zu lustig. Macht euch selber ein Bild davon. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich blende jetzt nochmal ganz kurz die ganzen Termine ein. Dann geht auf den Link, holt euch das, schenkt das euren Liebsten. Wenn du als Frau dir denkst, mein Mann findet den Cynic ganz gut, hol dem Karten. Ich garantiere zu 100%, dass der einen Weltklasseabend haben wird. Haut da rein, meine Lieben.